Ja, und hier ist der Schimpanse. Schönen guten Tag, hätte ich ja fast gesagt, an diesem wunderschönen Feiertag hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, es ist ein deutschlandweiter Feiertag oder so. Feiertage bin ich so überhaupt nicht im Thema und es ist mir auch vollkommen scheißegal. Kirche und so, ne? Ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Ja, wunderschön. Es geht heute natürlich um die Top 5 Helferliste, beziehungsweise die Leute, die sich bei uns als Top 5 Helfer angeboten haben. Ihr wisst da, worum es geht. Für unsere Top 5 Compilation Videos haben wir nach Helfern gesucht. Es haben sich eine Menge Leute gemeldet und wir haben sie zur Auswahl gestellt, wer das denn sein soll. 15 Stück haben wir uns vorher ausgesucht, ein paar haben wir raussortiert, ein paar haben wir mit reingenommen. Auch Leute, die vielleicht nicht ganz so viele Votings bekommen haben. Und da gab es im Vorfeld eine Menge Kritik und jetzt im Nachhinein auch noch war es irgendwie alles nicht so ganz im grünen Bereich. Aber heute wählen wir 3 Personen aus, die es dann werden sollen oder sollten oder vielleicht auch nicht werden sollen. So viel erstmal dazu. Aber im Hintergrund, ihr habt es schon gesehen, das ist wieder das Free-to-Play-Spiel Skill oder Skillforce 2 oder so. Ich blicke immer noch nicht ganz durch, wie das Spiel jetzt wirklich heißt, weil bei mir steht, es heißt Skill, aber hier steht Skillforce 2. Ist aber auch scheißegal. Wenn ihr das Ding noch nicht kennt und es auch mal ausprobieren sollt, findet ihr unten auch den Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch darüber anmeldet, dann habt ihr das Spiel quasi so bekommen. Das ist ein Free-to-Play-Game, das es nicht über Steam gibt, das gibt es nicht über Origin oder so. Das kann man sich also nur über den Link halt downloaden. Und dann angucken. Wie gesagt, Free-to-Play und bevor er jetzt wieder rumschreit von Pay-to-Win und Pay-to-Win, ich habe dabei noch kein Geld ausgegeben und ich habe da schon ein paar Stunden abgerissen. Warum ich das Ganze jetzt als Gameplay im Hintergrund mit reinpacke, hat einen Grund. Wir werden demnächst wieder öfter auch Free-to-Play-Spiele im Livestream zusammen zocken. Das, was ich damals schon mal vorhatte, also damals vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten. Und Skill wird das erste sein, das da mit reingeht. Wir werden natürlich an dem Stream nicht nur Skill spielen, sondern es wird ein Teil eines Streams sein. Also wenn ich jetzt einen langen Stream mache, dann kann ich natürlich hier nicht 6 Stunden am Stück Skill spielen. Da würde ich wahrscheinlich ein bisschen matschig werden, genauso wie bei jedem anderen auch Spiel auch, außer Battlefield, glaube ich. Und mit Skill fangen wir an. Also wenn ihr wollt, holt euch das Spiel schon mal im Vorfeld, testet es an, probiert es für euch aus und hört nicht auf das ganze Gelaber von wegen hier Free-to-Play und Pay-to-Win und bla bla bla. Es ist ein Shooter, man kann es zocken, ich finde ihn sogar besser als Counter-Strike. Call of Duty hätte ich jetzt fast gesagt, aber ich meine Counter-Strike. Weil ich persönlich komme mit Counter-Strike einfach nicht mehr klar. Ich habe einen Teil davon und irgendwie, wir werden das auch nochmal live spielen. Hand hoch, versprochen, nicht beim nächsten Stream, aber ihr wisst, ne, jetzt sozusagen schon mal Bescheid darüber. Und Skill wird, wie gesagt, auch ein Teil sein, den wir dann auch beim Stream mal zocken werden. Ihr seht hier unter anderem, wie ich heiße, was ich spiele und dass ich hier auf der Map Hunger, ist das, glaube ich, hier einfach nur so ein bisschen im Team Deathmatch rumradiert habe. Ich brauchte jetzt auf die Schnelle ein Gameplay, deshalb habe ich jetzt hier nichts besonders Gutes rausgesucht oder erspielt. Verzeiht mir das bitte. So, es geht ja heute auch nicht hauptsächlich darum, sondern um in erster Linie die Top 5 Helfer. So, an dieser Stelle blende ich jetzt hier gleich mal irgendwo ein kleines Video ein, das mir einer unserer Helfer, Anwärter, Kollegen, Freunden, was auch immer, mir geschickt hat. Und das war nicht der Einzige, der sich dazu gemeldet hat, denn ein Großteil der Helfer hat sich an mich gewandt und hat gesagt, oh, Schimpanse, irgendwas stimmt da nicht. Schau dir das doch bitte mal an. Und ihr seht jetzt hier gleich durchlaufen, also quasi ab jetzt sozusagen durchlaufen, was da passiert ist. Und es spielt jetzt keine Rolle, bei wem das gerade passiert, denn es ist mit allen Leuten passiert. Jeder von den Usern, die in der Liste zur Auswahl gestanden sind oder haben oder waren, hat das irgendwann in der Nacht einmal gehabt, dass er unheimlich viele Votings in kurzer Zeit bekommen hat. Also teilweise mehrere hundert oder mehrere tausend Votings in wenigen Minuten oder auch Stunden. Meistens immer so abends ab 22, 23 Uhr. Und was soll ich sagen? Damit ist diese Abstimmung leider komplett hinfällig. Es tut mir furchtbar leid, ich hätte jetzt gerne 3 Leute hier vorgestellt und gesagt, diese Person wird es, diese Person habt ihr ausgesucht und den hier mag ich eigentlich nicht so, aber den nehmen wir natürlich nicht rein, weil ihr es auch haben wolltet. Spaß beiseite, da sind eigentlich nur coole Leute mit bei gewesen bisher. Aber so können wir es halt nicht machen. Ihr habt es jetzt gesehen, hier wird halt irgendwie wieder nur manipuliert und versucht, irgendwas hoch oder runter oder an die Seite zu schieben. Ich persönlich denke ja, dass sich da irgendjemand einen Scherz erlaubt oder versucht hat, alle Votings irgendwie auf die gleiche Position zu bekommen. Denn teilweise sind wirklich alle Leute gleichzeitig in den Stimmen hochgegangen. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, das liegt aber daran, dass die Promotion gemacht haben und so. Und dann sage ich dagegen, nee. Das ist dann aber nicht zu einer bestimmten Uhrzeit, mitten in der Nacht, dass dann auf einmal die Votings steigen bei einer oder bei mehreren Personen. Das ist dann homogen verteilt über den gesamten Tag oder beziehungsweise zu einer bestimmten Zeit, wenn ein Video oder ein Posting erscheint, aber nicht immer abends um 23 Uhr, 22 Uhr, ich weiß nicht mehr genau,
dass es gleichzeitig stand. Also, was wir jetzt machen, ist ganz klar, wir machen hier erstmal einen Break und ich fordere die Leute auf, die hier sich als Helfer beworben haben, wenn ihr jetzt ein Video mit mir machen wollt, das bei Commander Krieger erscheinen will oder soll, dann wendet euch an mich. Schreibt mich an, entweder habt ihr mich schon bei Skype drin, die ein oder anderen haben das schon im Vorfeld gehabt, oder auch gerne per YouTube-PN mit einer kurzen Beschreibung, was ihr machen wollt, was ihr vorhabt und dann sprechen wir darüber und bringen das halt als Video. Das ist erstmal so mein kleines erstes Entgegenkommen für alle, die es in die Helferrunde geschafft haben. Also die 15 Leute da im Vorfeld. Wie und ob wir überhaupt noch jetzt Helfer einladen oder nicht, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, weil ich habe keine Lust, dass es beim nächsten Mal halt wieder so einen großen Ringelpiez mit Anfassen da irgendwie gibt, weil es hat mich schon ein bisschen angepisst, dass ich im Vorfeld ganz viele Nachrichten bekomme von mir, das ist aber unfair, sind wir aber so klein und wir kriegen keine Stimmen und die Großen gewinnen sowieso immer. Nein, es hätten nicht nur die Großen gewonnen. Man muss da auch ein bisschen Social Engineering machen, ein bisschen mit den mit anderen Kanälen was aushandeln, beziehungsweise agieren und es hängt nicht alleine nur so ein bisschen von euch ab, beziehungsweise davon ab, wie ihr euch jetzt hier präsentiert. Also tut mir einen Gefallen, versucht das einfach nur für euch als Chance zu nutzen. Ich lade euch hiermit alle ein, ihr könnt gerne euch an mich wenden. Es wird ein bisschen dauern, ich antworte dann nicht sofort, aber ihr wisst im Prinzip schon mal darüber Bescheid. So, Zuschauer, liebe Teilnehmer, liebe Leute, die es nicht in diese Top 5 Helfer-Vorauswahlliste geschafft haben. Wir haben leider keine Helfer gefunden, die jetzt hier direkt bei diesem Video am Wochenende, also bei den Top 5 Videos am Samstag und am Sonntag mithelfen. Das macht jetzt der Kollege Hellgaming mit mir nochmal. Und vielleicht schaffen wir es ja zu nächster Woche. Ich will mich da jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz festlegen. Vielleicht suchen wir uns einfach nur Menschen raus, denen wir das so direkt zutrauen. Vielleicht machen wir nochmal eine öffentliche Abstimmung. Das wird die Zukunft zeigen. Da möchte ich mich jetzt noch gar nicht zu äußern. Ist schade, dass es nicht funktioniert hat. Ich glaube auch nicht, und das meine ich jetzt wirklich mit meiner vollen Überzeugung, ich glaube auch nicht, dass einer der Helfer, die jetzt hier in der Liste stehen, das manipuliert hat. Ganz ehrlich. Also man hat gesehen, dass es immer mal eine Person war, die nach vorne geschoben wurde, aber dann ist kurz danach die nächste Position hochgeschoben. Also von daher, ich glaube nicht, dass da einer hintersteckt. Und ich bitte euch, das in den Kommentaren zu unterlassen und zu sagen, der und der und der und der und der ist jetzt schuld. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn ihr das nicht beweisen könnt, beziehungsweise nicht wisst, was euch irgendjemand hinter vorgehaltener Hand vielleicht gesagt haben könnte. Bla bla bla. So, Gameplay ist schon lange vorbei. Ich rede hier einfach nur noch so locker für mich hin. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns natürlich immer im nächsten Video und Livestream. Ihr könnt das Video hier bewerten, ihr könnt eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben und darüber diskutieren, was gut ist, wer es verdient hat, wer es nicht verdient hat, wen ihr hasst, wen ihr gut findet, ob ihr diese Entscheidung schlecht findet oder was auch immer. Und wir gucken uns dann einfach in der nächsten Woche nochmal an, wie wir das machen, ob wir da nochmal eine öffentliche Abstimmung zu haben. Ich weiß ja jetzt, wer uns dabei helfen will und wer da auch die Möglichkeiten langfristig gesehen dafür hat. So viel erstmal dazu. Mein Name ist Jimpanzi, ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns, ich glaube, morgen zu der nächsten Top 5 Win- und Fail-Compilation wieder. Haut rein, ciao und tschüss.